24 Birds of People. And now in season 12. Presented by WeGuest. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 12 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by WeGuest, dem digitalen Zimmerverkäufer für das Hotel der Zukunft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 17. Gast in Season 12 ist Claudia Baumgartner, Leadership- und Teamtrainerin und davor lange Jahre in Führungspositionen bei österreichischen Bausparkassen und jetzt bei mir im Studio. Liebe Claudia, servus und herzlich willkommen. Hallo Christian, danke für die Einladung. Ich freue mich, wir kennen uns ewig und jetzt bist du bei mir im Podcast-Studio. Ja, Karriere-Werdegang-Podcast. Ich bediene mich immer auf LinkedIn, den Einträgen meiner Gäste. Und da steht Fahrschule. Haben wir alle gemacht, aber bei dir war es ein bisschen mehr. Ja, tatsächlich ein bisschen länger. Ein bisschen länger. Fangen wir mal an. Wobei ich dort angefangen habe, wirklich, ich habe den Führerschein dort gemacht und dann haben die jemanden fürs Büro gesucht. Okay. Und ich bin geblieben. Ich bin lange geblieben, weil ich auch lange studiert habe. Ich habe nachgeschaut, da steht dann 7 Jahre Fahrschule. Na, servus. Die hat aber, ja, da war mehr dabei. Und was macht man so in einer Fahrschule, wenn man die Prüfung schon hat? In einer Fahrschule kann man arbeiten. Man kann als Fahrlehrer arbeiten. Hast das habe ich nicht gemacht. Nein. Dazu war ich zu wenig mutig. Okay. Ich war im Büro. Schon Verantwortung, ne? Ja. Fahrlehrerin. Ich denke schon, ja. Ich würde es nicht gern machen. Hat es damals eigentlich schon Fahrlehrerinnen auch gegeben bei euch? Wenige, aber es gab welche, ja. Also an zwei kann ich mich erinnern, ja. An zwei. Mhm. Na gut. Ich war bei Männern und habe es gerade irgendwie geschafft. Also ich war immer so ein knapp Durchkommer auch bei der. Beim ersten Mal? Beim zweiten Mal. Ich auch. Du auch. Deswegen, okay, hast die Leute schon kennengelernt, aber da bleibe ich gleich. Genau. Ne? Die kenne ich jetzt schon so lang, da möchte ich arbeiten. Fahrschule, WU, dort hast du auch studiert. Mhm. WU für die Nicht-Wienerinnen und Wiener, das ist die Wirtschaftsuniversität und wir sprechen von 1090 Wien, dem alten Standort, oder? Ja, genau. Ja. Und was hast du da studiert? Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Mhm. Ich habe es aber nicht fertig studiert. Nicht fertig? Nein. Ich habe gar nicht angefangen. Genau. Ich habe angefangen und ich habe lang durchgehalten, aber ich war immer mehr die Praktikerin. Also dann, ich bin erst später draufgekommen, aber ich habe dann schon nebenbei 40 Stunden gearbeitet in der Fahrschule. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, das wird nichts mehr im Studium. Ich mag keine dicken Bücher mehr wälzen, ich möchte was tun. Und dann bin ich in die Bausparkasse gewechselt. In die Bausparkasse. Und das ist irgendwie das Thema dieser Folge auch. Also du bist mein erster Gast von knapp 270, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, auch ein bisschen über österreichische Bausparkassengeschichte zu sprechen. Ich gehe kurz zu meiner eigenen Geschichte. Ich habe damals Sparkassenprüfung gemacht in den späten 80ern des alten Jahrtausends und da waren 4 große Bausparkassen da. Und bei welcher hast du begonnen? Bei keiner dieser 4. Weil das muss schon ein bisschen später gewesen sein. Ja. Es wurde dann noch eine 5. gegründet. Das war damals die Hypo-Bausparkasse und da bin ich glaube ein Jahr nachdem sie gegründet worden ist, bin ich dort eingestiegen. Mhm. Du hast selbst eingetragen auf LinkedIn und das glaube ich dir, 1996 war diese Zeit. Da das war meine Sparkassenprüfung schon längst vorbei und ich habe mich nur noch um Wertpapiere gekümmert. Aber ich kann mich erinnern, das Bausparen in all seinen Facetten, von der Anlage her bis zum Darlehen, das musste man machen. Das war das einzige Ding, wo die Kunden selber kommen und sagen, ich will einen Bausparvertrag haben. Ja. Reden wir kurz über die alten Bauspartage. Reden wir über die alten Zeiten. Ja, genau. Ja, am Anfang war es, glaube ich, wirklich so. Also das war automatisch, du hast einen Bausparvertrag gehabt. Jeder hat einen Bausparvertrag gehabt in Österreich. Da haben sich die Omas gestritten darüber, wer genau. Für das neue Enkel irgendwie was machen darf. Ja. Genau, so ist es. Ja. Wünscht sich jeder Vertrieb hatten so ein Produkt auch, zu haben. Kann ich mich auch erinnern, jetzt wo du sagst, hatten wir sogar manchmal, dass wir dann 2 gleiche Bausparverträge hatten für ein Kind. Da gibt es aber nur einmal staatliche Prämie. Genau, so ist es. Und da mussten wir dann die Omas anrufen. Damals haben wir sie wirklich noch angerufen und gesagt, das geht nicht. Hast du die Oma angerufen? Nein, das waren, ja. Ganz am Anfang schon, ja. Also fassen wir nur kurz zusammen. Du hast ja dann eher die Darlehensseite gemacht und auch geleitet, aber fassen wir nochmal die Anlage kurz zusammen. Also hohe Zinsen, hohe staatliche Prämie, 6 Jahre Laufzeit, einmal Erlag oder monatlich, soweit ich mich erinnern kann, so war das. Ne? Genau so, ja. Und das war so leibend aus
gebaut, dass die Leute auch gelernt haben, was auf die Seite zu legen. Ich finde das super. Schade, dass die staatliche Prämie dann irgendwann gekappt worden ist und damit auch das Produkt ein bisschen seiner Identität und Attraktivität beraubt worden ist, aber da kannst du nichts dafür. Du warst Leitung Darlehen, Bausparen hat ja, besteht aus den Worten Bau und Sparen. Und das Bau war eigentlich, glaube ich, der Widmungszweck fürs Sparen eigentlich, ne? Wenn man das wollte. Genau, wenn man das wollte. Also es war die Grundvoraussetzung, dass du einen günstigen Kredit, die waren damals auch wirklich günstiger, die Bausparkredite bekommen hast, war, dass du einen Bausparvertrag hattest. Ohne den ging es nicht. Und das war schon für viele Leute, glaube ich, auch nochmal ein Grund, das zu machen. Hat sich dann auch mit der Zeit geändert. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich habe nie diese Seite von Bankengeschäft gemacht, aber es war schon das Motiv, überhaupt einen Bausparer zu machen, dass man dann Jahre später einen günstigen Kredit bekommt, um sich Eigenheim zu schaffen. Genau. Leitung Darlehen. War das ein reines B2C-Geschäft, das Bausparen, oder gab es da auch B2B-Aspekte dabei? Es gab schon B2B-Aspekte auch dabei, indem wir Großbausparverträge gehabt haben für Genossenschaften und so weiter. Das war aber in meinem Bereich eigentlich, wir waren ja damals die kleinste Bausparkasse, das haben wir nicht sehr aktiv betrieben. Weil ihr auch die Jüngsten wart. Weil wir auch muss die Jüngsten erst, waren, ja. Muss man erst wachsen. Im Jahr 2004 hast du dann gewechselt und zwar von Bausparkasse zu Bausparkasse, aber bitte in eigenen Worten. Ja, habe ich dann gewechselt. Wir sind, so wie es öfter in meinem Leben war, damals übernommen worden von der BAWAG, ist in Wüstenrot übergegangen. Und ich habe mir gedacht, da wechsle ich gleich ganz und bin zur damaligen allgemeinen Bausparkasse gewechselt. Die war damals im Volksbankensektor. Und bin dort dann auch wieder in der Finanzierung gelandet, anfangs, ja. Und Vertriebstätigkeiten sehe ich auch auf deinem LinkedIn-Profil. Ja, ich war ja dann in zwei Karenzen, relativ kurz immer nur. Und nach der zweiten Karenz bin ich dann in den Vertrieb gewechselt. Ja. War was ich mir vorher nicht vorstellen hätte können, war aber dann eine sehr coole Zeit. Wie kann ich mir den Vertrieb bei einer Bausparkasse vorstellen? So wie ich gelernt habe, unter Anführungszeichen erste Sparkasse, haben wir Filialnetz gehabt. Ja. Wie war das bei euch? Ja, war auch mit einem Filialnetz, aber halt das Filialnetz der Volksbanken. Und das heißt, das, was wir betreut haben, waren die Filialen der Volksbanken, indem wir denen dann gesagt haben, verkauft unsere Bausparverträge und unsere Bausparfinanzierungen vor allem. Und war das so, dass du zu den Filialmitarbeiterinnen und Filialmitarbeitern gegangen bist, um die zu unterstützen, oder haben die dich geholt, wenn es zum Beispiel einen Darlehenscase gegeben hat, um bei einem Kunden besser beraten zu können? Wir haben das in der Phase, als ich dort war, ein bisschen geändert. Also das war eigentlich das, wo wir viel Arbeit reingesteckt haben. Wir sind nicht mehr hingegangen oder sehr selten. Die Außendienstkollegen sind hingegangen, aber wir haben das dann über den Innendienst eigentlich in eine Betreuung gebracht, damit damals schon Einsparungszwecke nicht dauernd jemand in einer Filiale sitzen musste, sondern wir das von der Zentrale aus regeln konnten. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und die Zinsen sind damals immer mehr gesunken. Was hat das mit dem Produkt insgesamt gemacht? In der Geldanlageseite ist es klar, das gesamte Zinsniveau ist gesunken. Der Eckzinssatz war auch nicht mehr dort, wo er mal war, ist überhaupt irgendwann einmal, glaube ich, abgeschafft worden. Und was hat das mit der Kreditseite gemacht, mit der Darlehenseite? Die Darlehenseite ist eigentlich weiter gut gegangen. Denke ich mir, günstigere Zinsen. Ja, die Zinsen waren immer etwas günstiger. Du hast immer den Sicherheitsaspekt noch drinnen gehabt damals. Es hat ja eine Obergrenze gegeben, was du bei normalen Krediten dir teuer erkaufen musstest. Also die Finanzierungsseite hat auch damals noch, bis, ich weiß nicht, aktiv war ich bis 2018, glaube ich, in dem Bereich, noch immer gut funktioniert. Ja. Etwas, was wir nicht im Vorgespräch besprochen haben, aber ich hau da die Frage einfach hin. Als du begonnen hast, Mitte der 90er, war der Bausparvertrag, und ich weiß das aus meiner Zeit, analog. Du hast irgendwelche Zetteln ausgefüllt. Ist immer digitaler geworden auch, oder, das Produkt? Ja, natürlich, ja. Auch eine Metamorphose, die irgendwie Bankengeschichte ist. Du hast dich dann selbstständig gemacht, irgendwann. Das macht fast jeder Gast irgendwann. Was war das Motiv für die Selbstständigkeit? Wieder eine Art der Übernahme oder was war? Ja. Es war eine Art der Übernahme, ja. Also wir sind hast du gespoilert, dass das immer wieder? Auch wieder von der BAWAG gekauft worden. Ich war dort auch eigentlich gern gesehen.
Es ist nur eins gewesen, dass ich in den Jahren davor habe ich einfach Ausbildungen gemacht. Ja. Ich habe Organisationsentwicklung gemacht, ich habe die Mentaltrainerausbildung gemacht und das war alles sehr menschenorientiert. Jetzt bist du dann in einem börsennotierten amerikanischen Unternehmen, das jetzt nicht so menschenorientiert ist. Ja. Ja, ist so. Also ist auch nicht Schlechtes dagegen zu sagen, sie machen das, wie sie wollen und es arbeiten Menschen dort, die das hoffentlich möchten. Ich wollte das dann nicht mehr. Ich wollte mit Menschen und für Menschen arbeiten und habe mir dann gedacht, mache ich mich doch einfach selbstständig. Und das hast du gemacht. Ich muss zur BAWAG noch sagen, ja, die sind wirklich sehr Shareholder-Value-orientiert und da sind halt zwei Herzen in meiner Brust, ist ganz klar. Ja. Und eine der besten Aktien, die wir haben. Na, dann frage ich dich doch mal nach deiner Selbstständigkeit. Genau, mental stark durch die Ausbildung, warst sicher schon vorher, war auch mental stark, aber noch stärker. Was waren dann so oder was sind dann so die Standbeine, die die Claudia Baumgartner selbstständig anbietet? Die Bestandteile, ich sage jetzt einfach mal, was ich gerne mache. Ja, genau. Das heißt noch lange nicht, dass du es anbietest, ne? Das heißt noch immer nicht. Ja, oh ja, ich biete es auch an. Aber worauf meine Dinge fußen, ist eben die mentale Seite, also diese mentale Stärke, weil ich einfach glaube, dass das gerade heutzutage immer wichtiger wird. Und ich auch, also ich sag's jetzt mal so, ich habe die Ausbildung damals eigentlich nur für mich gemacht. Ja, das war so ein Hobby. Ich habe nie gedacht, dass ich das irgendwann in meiner Unternehmensberatung mit einbaue. Habe aber dann gemerkt, dass es einfach super passt, weil das, was die meisten Leute, ich coache ja auch Führungskräfte, was die brauchen, ist eigentlich diese mentale Kraft. Das heißt, ich habe es dann doch in Teilen untergebracht. Was ich noch sehr, sehr gerne mag, ich mag gern mit Talenten arbeiten. Also alles, was ich mache, ist talentbasiert. Da gehe ich auch gern zurück in meine Bausparkassenführungsvergangenheit. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass es immer wichtig ist, dass Leute so eingesetzt werden, dass sie die Sachen machen, die sie wirklich gern machen. Weil dann ist es am einfachsten fürs ganze Team, ist es für jeden am einfachsten. Und das versuche ich jetzt auch in Teams zu machen, dass man die talentbasiert zusammenstellt. Was ich noch gern mag, und das darf man in Zeiten wie diesen gar nicht so gern sagen, ich mag Struktur. Ja, ich auch. Absolut. Alles ein bisschen Struktur braucht man. Ein bisschen Struktur ist einfach wichtig. Die gibt Halt und Orientierung. Darf nicht zu viel sein und muss man einfach schauen, was das Richtige ist. Also das sind so die Eckpfeiler, glaube ich, auf die ich alles aufbaue. Und arbeitest du eher mit Teams, also mit Teams, für Teams oder mit Einzelpersonen? Ich mache beides. Mit Teams zu arbeiten ist meine Leidenschaft. Ja. Also ich arbeite auch gern mit Einzelpersonen, aber in Teams was zu bewirken, das war einfach immer das, was ich auch in meiner Karriere gern gemacht habe und was ich jetzt auch in der Selbstständigkeit am liebsten mache. Da ist jedes anders, da braucht jedes was anderes und da habe ich, glaube ich, ein gutes Gespür einfach auch dafür. Es war ja dann kurz nachdem du dich selbstständig gemacht hast, eine Kleinigkeit namens Pandemie. Ja. Das haben wir alle gehabt, das hat uns ziemlich am Schädel gehaut, alle miteinander. Ja. Und da ist ja dann alles digital geworden. Mhm. Wie digital ist deine Arbeit heute noch oder wie hybrid oder wie analog physisch? Also ich mache eben diese Talente-Reports auch mit Leuten, das habe ich früher immer nur physisch gemacht, mache ich gar nicht mehr physisch, das läuft nur mehr digital. Erstens, weil es jedem Zeit spart auf der einen Seite und zweitens, weil es eigentlich die angenehmere Art ist, das zu machen. Teamentwicklungen mache ich eigentlich meistens physisch. Gehört schon, ja, oder? Gehört schon. Ja. Wir haben dann immer schon zwischendurch auch so Sessions, wo es um Wissenserweiterung geht, auch im Leadership-Programm. Die sind dann auch wieder digital, aber ab und zu so eine Live-Session muss dann schon dazwischen sein. Ja. Spürt noch mehr. Du hast zuerst gesagt, es ist gut in einem Team, wenn jeder das macht, was er gerne macht. Auch wenn es jetzt irgendwelche Teams hast, wo alle das Gleiche machen wollen und irgendwelche Leute total unzufrieden sind, vielleicht auch dieses Teambuilding so gar nicht genießen wollten, sondern dauernd blöd reden. Wie geht man mit solchen Leuten um, die da eigentlich querschießen? Als Trainer oder wenn als Führungskraft? Trainer. Ich denke mal, wenn du da 10 Leute hast, irgendwie wird vielleicht ein Jahr, ich sage jetzt mal, dabei sein, der irgendwie deppert ist. Passiert. Ja, passiert jetzt, aber passiert nicht so oft, wie man sich das, glaube ich, vorstellt. Mhm. Ja.
Ich stelle mir das so vor wie in der Schule irgendwie. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Unterschied, wenn ich zur Teamentwicklung angerufen wäre, dann ist es ja meistens deswegen, weil sich das Team auch weiterentwickeln möchte und nicht, weil so, kennst du vielleicht auch noch von deiner Bankenvergangenheit, ab und zu ist da dann irgend so ein Prozess aufs Auge gedrückt worden und du musstest und hast gesehen, das macht überhaupt keinen Sinn. Habe ich gesagt, das mache ich nicht. Dann setz dich dann gerne ins Eck und sagst, das mache ich nicht. So spinnen ein bisschen. Das ist in meinen Prozessen zum Glück recht wenig der Fall. Ab und zu gibt's ruhigere. Also einen echten Störenfried möchte ich jetzt, so was meinst du, glaube ich, habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Vielleicht trauen sie sich nicht. Vielleicht ich habe das immer wieder gehabt. Ja, genau. Nein. Also schaut euch das Foto dann an in den Shownotes. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja keinen Videopodcast. Also autoritär würde ich dich nicht sagen, aber Respekt. Ja, das geht sicher. Holt man dich eigentlich auch als Streitschlichterin, wenn das Team überhaupt nicht, sie nickt jetzt nicht, sondern sie macht den Kopf nicht. So links, rechts. Das ist also nicht dein Aufgabengebiet. Okay. Nein. Dann knalle ich dann noch einen Begriff hin, den man bei dir immer wieder findet, auch in Postings und so weiter, Transformationsmanagers. Ich kann mir was darunter vorstellen, aber du kannst das sicher präzisieren. Du siehst meine Postings, ich bin beeindruckt. Ich sehe deine Postings, ja, der fucking Algo. Ja, na, wir kennen uns ein bisschen, deswegen kommst du immer wieder. Ich darf in meinem Podcast Bad Words sagen. Ja. Nein, ich sehe deine Postings immer wieder. Ja, ich sehe deine auch immer wieder. Schön. Reden wir über unsere Postings. Ja, nein. Ja. Also wir sind beide aktiv auf LinkedIn, kann man jetzt dazu sagen. Ja. Ich werde dein LinkedIn-Profil verlinken, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, oder? Sehr gerne. Das gehörte inspirierend war. Ist die Visitenkarte. Genau. Stichwort Transformationsmanagers. Transformationsmanagers ist ein gemeinwohlorientierter Verein, bei dem ich, Vorstandsvorsitzende, Stellvertreterin, aber eigentlich arbeite ich dort ehrenamtlich mit. Das ist aber kein Hobby von mir, sondern das ist eine Initiative, die sich eben auch um berufliche Entwicklung kümmert. Und das sollte einfach für jeden möglich sein. Also du weißt das aus deiner Vergangenheit wahrscheinlich, so ein Coaching ist recht teuer. Auch ein Teamentwicklungsprozess mit mir ist jetzt ein nicht… Ein Coaching mit mir kostet Vermögen. Ja, mit dir. Deswegen bucht es auch keiner. Genau. Nein, schon, aber das buchen nur wenige. Mit mir geht es schon noch aus. Nein, wollte ich nicht in die Richtung nennen. Aber es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, die in der beruflichen Entwicklung Unterstützung brauchen und sich gerade nicht so leisten können. Und denen wollen wir auch helfen. Und da hat der Peter Born damals diesen Verein gegründet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich dabei bin. Ich bin schon lange dabei. Mittlerweile ist das mehr eine Ideenwerkstatt und da werden Produkte entwickelt. Irgendwie, ja. Da werden dann Produkte entwickelt, die man einfach dann einsetzen kann. Ja, da ist mein größter Anteil dran ist iTransform. Da geht es wieder um mentale Fitness und da geht es um Empowerment von Menschen in Unternehmen, wo wir einfach auch niederschwelliger Dinge anbieten können. Wir haben auch eine App, wo wir uns sehr freuen, wenn die downloaded wird. Die wird in den Shownotes, wie heißt die App? iTransform. Okay, perfekt. Und was kann die App? Die App, da sind auch Podcasts drauf, wo es, also in der Hauptsache Podcasts drauf, wo man einfach neue Perspektiven auch ein bisschen sehen kann. Ja? Weil viele Menschen sind einfach so in ihrem Radl drinnen. Und da kann man dann einfach auch über Dinge, die die Persönlichkeitsentwicklung betreffen, aber auch berufliche andere Dinge, sich einfach Podcasts anhören und einmal hören, wie andere Leute mit Problemen vielleicht umgehen oder was es für Ideen gibt. Also ein Reinschnuppern in das, was einen vielleicht gerade beschäftigt. Ja. Wie lange dauert da so eine typische Podcast-Folge? Ich denke immer aus der Läuferinnen- und Läufersicht. Auch so eine halbe Stunde. Halbe Stunde, ja. Ist chronologisches Hören der Folgen empfohlen? Habt ihr da einen horizontalen Erzählstrang? Oder? Es ist lustig, dass du das sagst. Wir haben es am Anfang wirklich als 21-tägiges Programm festgelegt gehabt, wo wir gesagt haben, 21 Tage, jeden Tag eine Podcast-Folge. Da haben wir uns auch sehr genau überlegt, in welcher Reihenfolge das sein sollte. Und wann ist euch die Luft ausgegangen? Es ist uns gar nicht die Luft ausgegangen, sondern wir haben gemerkt, nicht jedes Thema ist für jeden Menschen spannend. Jetzt, wenn ich jemanden sage, weiß ich nicht, ich nenne es jetzt einfach
das Thema Hochsensitivität, ja. Mhm. Wenn man da einfach einen Zugang dazu hat, dann hört man sich einmal das an und hangelt sich halt von dort weiter, was einen interessiert. Meistens spürt man ja, was man ein bisschen braucht, ne? Also wenn da irgendein Themenbereich ist, der gar keine Resonanz macht, muss man sich den auch nicht anhören. Na, dann weiß ich schon, was ich mal bei der nächsten Autofahrt anhören werde. Liebe Claudia, ich komme zu meiner klassischen vorletzten Frage. Was taugt dir an dem Job, wie du ihn jetzt machst? Naja, das, warum ich ihn mir ausgesucht habe, weil ich mit Menschen arbeiten darf. Ja, und sie lächelt, genau. Ja, ich lächle. Ich darf mit Menschen arbeiten und ich darf wenigstens kleine Schritte in Unternehmen begleiten. Ja, das mache ich sehr gern. Wenn ich dann sehe, da geht was weiter, dann ist das einfach sehr fein. Wunderbar. Und die Schlussfrage, Karrierewerdegang, wir haben über dich gesprochen, spannende Insights. Danke auch für die Reise ein bisschen in die Bauspargeschichte Österreichs. Hast du einen Tipp für jetzt 18- bis 20-Jährige, die nicht so genau wissen, was sie wollen, aber der Bereich, den du jetzt machst, wohlgemerkt, so ein bisschen Coaching, so ein bisschen Transformationsmanagement, Empowern und so weiter. Wie gehe ich das am besten an? Das ist eine gute Frage für einen 18- bis 20-Jährigen. Das ist eigentlich zu jung, oder? Ja, es ist eigentlich ein bisschen zu jung. Ja. Also du kannst. Also ich finde schon cool, wenn so junge Menschen sich dann schon mit den Dingen wie Persönlichkeitsentwicklung oder so beschäftigen. Mhm. Ja. Jetzt aber zu sagen, mit 18, ich werde Coach oder ich werde Unternehmensberater, da brauchst du mal ein bisschen Berufserfahrung vorher. Du musst schon Erfolge und Misserfolge im Rucksack dabei haben. Du musst das ein bisschen selber miterlebt haben. Und spüren auch, gell? Ja. Das erste Mal jetzt ist lustig. Ich habe es beim Stellen der Frage schon bemerkt irgendwie. Ja, es gibt ein paar Jobs, die gehen halt mit 18 bis 20 noch nicht. Andere zu beraten ist schon schwierig. Vielleicht gehen sie, ja. Also wenn ich jetzt, stellen wir uns den Startup-Bereich vor. Da könntest du ja mit 18 schon das erste Mal gegründet haben und könntest mit 19 dann schon beraten. Ja, also es ist sicher eine Möglichkeit, aber grundsätzlich ein bisschen Berufserfahrung, wenn du gemacht hast, glaube ich, ist schon gut. Ja. Insgesamt werden ja die Teams auch in der Beratung immer jünger und das ist gut, immer diverser. Super. Das sind alles gute Entwicklungen natürlich. Wunderbar. Liebe Claudia, das sind schöne Schlussworte. Danke, dass du mich besucht hast. Also Grund, da sind wir beide. An euch da draußen viel Inspiration dabei. Danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite. Now in season. Ja, tschüss. Sag ich auch gerne. Baba. Presented by WeGuest.